Guten Morgen. Heute ist Mittwoch und wir fahren zur Schule. Besondere Vorkommnisse? Eine Uhr. Genau. Jeder Morgen ist gleich. Meine Frau ist glücklich. Naja, warum hast du? Was war los? Spuren sind, ausscheren auf die andere. Das war knapp. Na, beinahe hätte sie gekracht, Gott sei Dank nicht. Also ich bin froh, wieder heil zu Hause zu sein. Und ich lasse mich überraschen, was der Tag noch so bringt. Ne? Schütze kriegt etwas zu fressen. Erstmal. Was für ein Fahrrad? Lastenrad. Du bist Lastenrad gefahren heute? Ja. Du bist Lastenrad? Du? Ja. Du? Meine Beine macht. Du bist Lastenrad gefahren? Nie im Leben. Sind Schirme hier, ja, aber. Mhm. Hallo, ich bin Tommy. Und ich habe Hunger. Hallo, Tommy. Wir kommen in der Selbsthilfegruppe. Hallo. Hast du gestern Iron Man noch gekauft? Ja. Okay. Meinst du, ich habe ihn vielleicht zweimal gekauft? Mhm. Kann auch sein. Ja? Hallo, ich bin Tommy. Und ich habe Hunger. Wie ist dein Name? Mama. Mama? Du bist aber eine kleine Mama. Ja, haben wir gesehen. Schwiegermutter. Was war das? Ja, nur zwischen so Tagen von irgendeinem Paket, was Mama schicken will. Ich schick dir ein Paket, ich konnte das halt alles an. Ich habe keine Ahnung, wie du sprichst. Also, ja, ich glaube, sie vergisst das. Ich weiß ja nicht, was die da besprochen haben oder so. Oder manchmal sagen die Sachen und sagen, ja. Wo bist du? Ja. Mütter dürfen so sein, Omas nicht. Gestern habe ich auch was gemerkt, da hat Skadi mich irgendwas gefragt und ich meinte nur, war aber mit den Gedanken gerade ein bisschen woanders. Und dann sagt sie, okay. Und rannte auf einmal los, Papa, Mama. Und ich denke so, warte mal, was habe ich dir gerade zugesagt? Ja, weiß ich auch nicht, was war denn? Ich glaube, wegen irgendeinem Bonbon oder so. Wir stehen immer so bei 880, 875. Naja. Dazwischen schwankt das 5 springen ab, 5 springen auf. Mhm. Das ist kein Kanal für Millionen, das ist das nicht. Zu uncool. Der ist zu... Zu erwachsen. Ich vermutlich glaube, zu normal. Einfach. Ich glaube auch so zu erwachsen. Die meisten 16-Jährigen, die sich ja vielleicht bei YouTube da angucken, oder 12-Jährigen, werden sich keinen Familienalltag angucken wollen. Ich sehe genau, ich seh mir das ja an. Es sei denn, es ist wie Berlin Tag und Nacht aufgezogen. Aber das sind wir nun wirklich nicht. Nee. Wir sind zwar Berlin-Neukölln Tag und Nacht, aber es ist ja auch fake. Ey, natürlich ist es serious. Und ich meine, mein Leben, wenn man natürlich da die interessanten Sachen rausfiltert, ist das schon ein guter Spielfilm. Aber das ist das ja bei jedem. Und da muss jeder auch sehen, dass zwischendurch so viel Normalität ist. Das, ja. Das ist nicht immer Action. Überhaupt nicht. Das ist die Realität. Die Realität ist nicht das, was sie im Kino sehen oder was weiß ich. Ja. Die Realität ist es, hier auf der Couch zu sitzen, quasi, und
sinnlosen Scheiß zu quatschen. Das ist Realität, Normalität. Dann die Kinder abzuholen von der Kita, die Kinder zur Schule zu bringen. Es ist ja immer das Gleiche auch. Aber weil es nun mal so ist, weil muss ja nun mal so sein. Was willst du denn machen jeden Tag? Kannst nicht den jeden Tag nach. Das kannst du machen, wenn du Single bist. Dann kannst du den jeden Tag nach Bad Wiesigfo hinfahren und wenn du Geld hast, natürlich. Kannst du jeden Tag Ausflüge machen und kannst dann irgendwelche Leute daran teilhaben lassen. Kannst abends in Clubs gehen, alles so weit. Aber als Familie und Familienvater, da bist du froh, wenn du einmal im Jahr wegkommst, bist du froh. Wenn du einmal im Jahr wegkommst, mit deiner ganzen Familie irgendwo hinfahren kannst oder so. Das ist das. Ja, so viele Kinder. Selbst wenn wir nur wir zusammen waren, haben wir mehr gemacht. Wir waren auch jeden Tag irgendwie auf Achse, wenn wir konnten. Wenn die Arbeit nicht da, wenn du mal arbeitsfrei hattest, waren wir auch jeden Tag unterwegs und oft mal irgendwo hingefahren, einfach mit dem Auto, schnell. Aber ist vorbei. Das geht nicht mehr. So, damals, wo ich die S-Klasse gekauft habe, da bin ich zur Ostsee gefahren. Spontan. Und zum Frühstücken hier. Und danach wieder nach Hause fahren. Aber hat Spaß gemacht. Oder? Ja. Was machen wir dieses Jahr? Ich würde gerne wieder ans Wasser fahren. Ist immer schön für die Kinder. Strand austoben. Nein, das kann ich mir dieses Jahr nicht leisten mit im Sommer zumachen. Ich entbinde da auch, ne? Also ich habe dann eher erstmal andere Problemchen wahrscheinlich. Mit Wochenbett und sowas. Ja, das ist ja genau die Zeit. Oder wir fliegen kurz in die USA. Kannst du da entbinden? Kurz in die USA. Nehme ich keinen Mensch mit? US und A. Du kannst doch mit dem Flugzeug nicht mehr fliegen. Ab der, ich glaube, 34. Woche. Fahren wir mit dem Schiff. Nimmt dich kein Stein mehr mit? Der Albtraum wird wahr. Das kriegen wir schon hier in Deutschland. Da hier ist die medizinische Versorgung auch viel besser. Und in Amerika zahlst du für eine Geburt wahrscheinlich da 10.000 Euro oder so. Die jetzt haben wir ja nicht. Du musst ja noch bezahlen. Ist doch wieso, du meinst selbst? Ich habe ja oft genug zugeguckt jetzt. Machen wir halt selbst. Selbstentbindung mit einem Workshop. American Street Birth. Super. Direkt auf dem Flugplatz. Ist das nicht so eine graue Zone? Ja, dann müssen wir noch einen Schritt weiter. Nee, Flughafen ist keine graue Zone. Das ist blöd. Über den Wolken, das ist staatenloser. So ist das. Oh. Mais hat lecker Suppe gemacht. Und ich darf der Esspapier und wir haben auch noch Kuchen mitgenommen. Ja. Zweimal und dann noch Kindercroissants mit Schokolade drin. Oh wow. Richtig gesunde Kost. Die ganze Packung. Die habe ich ja nicht lange bei euch. Das ist für die Schule. Und dafür haben wir. Ah ja, so ist es geplant. So ist es gedacht. Das hier ist mein Lieblingskuchen. Der Marmorkuchen. Ja, lecker. Ich hab keine Ahnung. Na super. Ach so, was ich auch gesagt habe, das ist viel besser. Ich habe wieder so einmal. Ich dachte, ja, wir haben ja hier solche Probleme nicht. Hier läuft ja alles wunderbar. Und natürlich denken wir auch, dass das an uns liegt. Dass es hier so gut läuft. Und natürlich liegt es an euch. Denn euch kann sie überhaupt nicht leiden, vertraut euch überhaupt nicht und dadurch versucht sie sich zu verstecken und zeigt sich nicht so, wie sie wirklich ist. Oder? Ja, das ist eine Gabe, die Lumen hat für ihren Autismus. Ja, das ist ihre Superbegabung. Ja, weil es ist nicht üblich, dass Kinder sich mit Autismus verstellen können. Das kann sie ja, aber. Kann sich. Zumindest kann sie sich zusammenreißen über einen gewissen Zeitraum. Man hat mir gesagt, sie können den Kind nicht erziehen und fertig, ja, so wie so ein Kinderkita bei uns. Ja, genau. Ach, das war das.
Na, wir haben Glück, in Berlin zu sein. Guck dir mal, stell dir vor, wir würden auf dem Dorf wohnen, da würden die Ärzte das auch nicht hinkriegen. Na also gut, du gehst ja nicht zum Veterinärmediziner mit deinem Kind. Dann fährst du ja in die Stadt. Oder? Große Stadt fahren. Ja, warum? Genau. Aber wenn die anderen Ärzte das nicht sehen, zum Beispiel unser Kinderarzt, sagt, nee, da überweise ich nicht hin. Ihr Kind hat nichts. Weißt du? Ja. Das ist nicht so einfach. Aber da gibt es ja auch den Exorzismus. Na, früher bestimmt. Ich wissen, wie viele Kinder dem zum Opfer gefallen sind. Oder junge Menschen. Weil sie einfach genau diese Krankheit hatten, dieses Krankheitsbild. Was wollt ihr denn einkaufen? Ich muss bei Rossmann. Ach, Mama will, also wenn du Mama fragst, sie will immer einkaufen und alles eigentlich einkaufen. Eigentlich hasse ich einkaufen. Da, das ist ja wirklich sehr weit hergeholt. Bist doch an, was man einkauft. Mein 50er Bauch ist auch wohler als im Im Bauhaus fühle ich mich wohl, also ich glaube, da kennst du mich wirklich nicht. Das war cool. Das war cool, oder? Das war nicht cool. Schön, na dann. So, wir müssen ein bisschen Konto, Geld auf Konto einzahlen und ich möchte meine 2000 D-Mark behalten, die ich hier... Die möchte ich nicht umtauschen. Das ist, eiserne Reserve. Vielleicht sind die ja irgendwann mal wieder 2000 Euro wert. Ja, ich habe gesehen, irgendeine Frau verkauft bei eBay eine 2-Euro-Münze für 80.000 Euro. Warum auch immer. Habe ich in den Nachrichten gelesen. Ja, aber hast du nicht gelesen, warum, oder was? Nee, habe ich nicht aufgehört. Ja, wahrscheinlich irgendeine Fehlprägung oder so. Ja, oh Gott. Jesus drauf oder so ein Scheiß. Jesus, na, wie, auf dem Toastbrot. Damals. Das Schimmeltoast. Verstehen okay. Die Probleme auch nicht. Dann gehe ich gleich. So, jetzt auf heute. Jetzt gleich los, weil ich zum Transport laufe, um einzuzahlen. Und ich gehe gleich wieder an den Computer. Oh Gott, ich gehe gleich wieder an den Computer, Mann. Aber das isst du bitte in der Küche. Ja. Am Tisch, oder? Computer. Sechs hier hin. Ich bin wahrscheinlich drüben im anderen Raum. Okay, wegen Anmut. Ich will aber keinen weißen Mann. Ich habe nur weiße geholt. Sie hat einen Schlüssel, hat sie den? Ja, ne? Schlüssel hat sie ja, die hat sie alles. So. Wie ist das? 2150 muss dann sein. Ich trau den Automaten immer nicht so. Tut's jetzt nochmal, meine Frau. Achtung, meine Frau zählt. Habe ich das richtig gemacht, Mutti? Super. Gib mal Kleingeld. Aber vor einer Buchführung habe ich viel Geld was eben wieder. Ich muss die Geld vom Konto abholen, weil ich hatte keinen Bock hier. Meine, ich habe nämlich hier noch den guten alten Tausender. Kennt ihr den noch? Davon habe ich zwei Stück und das ist mein Notgroschen. Den will ich nämlich nicht umtauschen. Jetzt sind Tausender. D-Mark. Die sind noch 1000 D-Mark wert gewesen. Das ist so wie heute 1000 Euro, was man damals bekommen hat. Will ich nicht umtauschen. Wenn wir 1000 Euro bekomme ich ja nicht. Muss ich Geld abholen vom Sparkonto. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin vielleicht drüben. Muss ich mal schauen. Ja. Okay, bis gleich, ne? Bis gleich. Ich kann jetzt auch schützen. Ah, so ist es.